I am Sumati Bhatia. I did my PhD in India. I mostly work on small molecules. So I'm developing scaffolds, cell-related scaffolds, and then I also look into the other glycostructures which can probably bind spike protein and inhibit the binding. As my role, I would like to explore more the sialic acid binding site and other glycomacromolecular structures to inhibit the binding of in coronavirus with the cells. I can develop scaffolds if I really know which are the questions to address, for example. So Daniel, as a biochemist, he has more knowledge about viruses, about the spike proteins, what kind of bindings are there with the cell lines, and what kind of scaffolds can bind better, for example. And then I have an answer to those questions. If we want to address this part of the virus binding, we should have such scaffolds. So that's how we complement each other. Also gerade arbeite ich an neuen Wirkstoffen gegen das Coronavirus im Rahmen von der Berlin University Alliance. Die Zusammenarbeit mit Chemikern, die dann im Prinzip Pläne umsetzen können in der Synthese, und dann Zusammenarbeit mit zum Beispiel Physikern, die dann auch theoretische Modelle entwickeln können, ist wichtig. Also mit Somati konnte ich dann halt genau sehen, ob meine Ideen umsetzbar sind. Und sie hatte mich oftmals gefragt, ob das dann anwendbar ist. Also man braucht diesen Austausch definitiv. Wir versuchen in diesem Projekt, das berlinweit als Pre-Exploration Project zum Coronavirus unterwegs ist, multivalente Gerüstarchitekturen zu bauen, die in der Lage sind, Viren zu binden und möglichst effektiv abzuschirmen. Wir haben hier eine sehr internationale Gruppe. Ich glaube, wir waren schon im Januar relativ gut aufgestellt, auch mit diesen langjährigen Vorarbeiten, dass wir uns direkt daran machen konnten. Und das ist eine Sache, wo wir im März so weit waren, dass wir auch gemeinsam mit anderen Berliner Kollegen gleich einen Förderantrag gestellt haben bei der Berlin University Alliance, die natürlich sofort reagiert hat und auch die Tragweite dieser Pandemie da sehr früh erkannt hat. Die Zusammenarbeit mit Christian Hackenberger gibt es schon seit vielen Jahren, und was wir gemeinsam tun, ist letztendlich, wir stellen Gerüstarchitekturen, die Liganden präsentieren können, und er macht sozusagen die funktionalen Endgruppen. Das sind spezifische Peptide, die beispielsweise jetzt wie in diesem Fall für den Coronavirus an das Spike-Protein binden. Und dadurch kommt es zu einer sehr starken multivalenten Wechselwirkung, die letztendlich hilft, das Virus so abzuschirmen, dass es nicht mehr an die Zelloberfläche andocken kann. Und das ist ein Fall für uns, wo wir sagen müssen, das ist ein tolles Team, und das versuchen wir am Laufen zu halten und weiter auszubauen. Also wir versuchen, neue Moleküle zu entwickeln, die an das Coronavirus binden und damit letztendlich die Infektion unterbinden. Ein quasi Superglue, ein Superklebstoff, mit dem man die komplette Virushülle einhüllen kann. Und damit ist es nicht mehr infektiös. Wir sind gerade in der Phase, wo wir die ersten Moleküle zusammengebaut haben und in der wir dann an der Charité mit den anderen Projektpartnern zusammen evaluieren, ob sie denn wirklich funktionieren oder nicht. Aber es sieht bisher sehr gut aus. Und da spielt Herr Kurek natürlich eine ganz entscheidende Rolle, auch das Potenzial dieser Moleküle weiter zu erschließen. Das 3D-Lungenmodell ist natürlich ein sehr wichtiger Baustein in diesem Gesamtbild, um eben gerade diese Interaktionen auch genauer evaluieren zu können. Also wir nutzen den Biodruck. Das ist also ein dreidimensionales Druckverfahren, bei dem wir Schicht für Schicht dreidimensionale Konstrukte aufbauen und sehr präzise anordnen und auch mehrlagige und aus verschiedenen Zelltypen bestehende Konstrukte bauen. Es gibt da sehr unterschiedliche Zelltypen, und einige Zelltypen werden vom Virus infiziert und andere nicht. Und uns interessieren jetzt natürlich dann die Zellen, die von dem Virus infiziert werden, und dann schauen wir uns an, wie tritt das Virus in die Zellen ein. Was können wir machen, um diesen Eintritt zu verhindern, oder was können wir machen, um es, wenn es in der Zelle drin ist, es dort zu blockieren? Wir haben den Vorteil, wir können gleich menschliche Zellen beim Biodruck nehmen, und wir hoffen, mit den Modellen vielleicht einige Tierversuche ersetzen zu können. Und gleichzeitig sind die Modelle humanisiert, sondern das heißt, wir
generieren Daten, von denen wir hoffen, dass sie auch für den Menschen relevanter sind als ein sehr künstliches Tiermodell. Das Projekt läuft ja noch nicht so lange, aber wir haben schon ganz interessante Zusammenarbeiten jetzt begonnen. Auch welche, die schon bestanden und jetzt intensiviert wurden. Beispielsweise arbeiten wir mit Daniel Lauster zusammen. Uns interessiert selbst auch das Virusgenom. Das heißt, wir entwickeln auch eine eigenständige Therapieform, bei der wir das Virusgenom zerschneiden. Man nennt das RNA-Interferenz. Hier bei uns im Institut dürfen wir mit dem vollen Coronavirus aus Sicherheitsgründen gar nicht arbeiten. Das heißt, hier sind wir sehr auf die Zusammenarbeit mit Christian Drosten bzw. seinen Mitarbeitern angewiesen, um dann mit dem echten Coronavirus an dem Virusmodell zu arbeiten. Bei den anderen Teilprojekten ist es so, dass die in vielen Fällen Werkzeuge brauchen, molekulare Werkzeuge. Das geht bis hin zu beispielsweise abgeschwächten Viren, Reporterviren, Pseudotypen. Die machen wir hier. Wir haben hier ja ein Sicherheitslabor und wir arbeiten seit vielen Jahren an Coronaviren. Darum haben wir eigentlich einfach bestimmte Werkzeuge, mit denen wir beispielsweise auch die Virusgenome verändern können. Schauen können, was passiert. Wir können Reportergene einfügen, die man dann wieder braucht, um zu verstehen, wie sich so ein Virus verbreitet, beispielsweise in Modellen der Lunge. Das sind also die vielfältigen Kooperationen, die wir haben. Also wir sind Virologen, das heißt, wir beschäftigen uns beispielsweise damit, wie sich das Virus so über die Zeit verändert. Wir haben ja ganz am Anfang der Epidemie eigentlich sehr gleichförmige Viren gesehen. Das ist inzwischen nicht mehr so. Es gibt also erste Mutationen, die sich einstellen. Und was uns interessiert, ist, was diese Mutationen eigentlich für Konsequenzen haben. Also ganz einfach gesagt, wird das Virus gefährlicher. Wir haben ja hier in Berlin einiges an speziellen Expertisen. Also das geht schon damit los, dass das Robert-Koch-Institut hier ist, dass hier natürlich auch die Politik ist. Das heißt, Forschung, die in Berlin stattfindet, die ist sehr schnell auch gesellschaftlich relevant. Das ist eigentlich der Sinn dieses ganzen Projekts, möglichst viele Gruppen hier in Berlin, die schon auf ihren Bereichen exzellente Forschung zu machen, jetzt in die Lage zu versetzen, an diesem Thema zu arbeiten, denen also die Tür zu öffnen. Wir sind diejenigen, die vielleicht mit neuen Ansätzen, neuen Methoden hier etwas schaffen können, was wirklich dazu beiträgt, dieses Virus vielleicht jetzt nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig zu inhibieren. Und das war eine große Motivation und natürlich auch eine Wertschätzung von dem, was Wissenschaft dann ausmacht. Aber es wird auch wieder andere Virusepidemien oder Pandemien geben und das ist gut. Je mehr Wissen wir jetzt sammeln, desto schneller können wir das auch transferieren dann auf vielleicht zukünftige Probleme, sodass wir also vielleicht auch durch diese zusätzliche Aufmerksamkeit, die wir jetzt haben, etwas schaffen kann, was dann auch für andere Erkrankungen und andere Infektionen einmal hilfreich sein könnte. Insgesamt ist es ein sehr umfassendes Projekt und wenn es uns gelingt, das alles so zu erreichen, wie wir es vorgenommen haben, auch ein sehr nachhaltiges Projekt, weil es eigentlich weit über die jetzige Pandemie hinausgeht. Es ist einfach eine Menge Expertise in dieser Stadt vorhanden. Dieser internationale Standpunkt, dass man auch gut vernetzt ist, bietet echt eine gute Grundlage zum Forschen. I mean, their expectations of the society is quite high, I would say. And that also put a lot of pressure on you when you are working in such a noble project which is on high demand. And we are trying our best to find out new ways, you know more, and there are more unknowns. So more is unknowns which you would like to address. So there is science has no end, which I like the most about working in science.